Hallo, heute zeige ich euch, wie man ein Popcorn-Armband macht. Dazu benötigen wir den Loom, den Haken, einen C-Clip und zwei verschiedene Rainbow-Loom-Farben. Der Pfeil soll von euch wegsehen und dann nehmt ihr als erster die beliebige erste Farbe und spannt diese vom ersten mittleren zum ersten rechten Stift. Dann wieder zwei Gummibänder vom ersten mittleren zum zweiten Stift und wieder zwei Gummibänder vom rechten ersten zum rechten zweiten Stift. Jetzt kommen wir zum Zwischenteil des Armbandes. Dazu nehmt ihr die zweite Farbe, schiebt den Loom zur Seite, gebt die das Gummiband auf den Haken und noch dreimal herum, damit hier vier Ringe entstehen. Dasselbe machen wir noch einmal. Das Gummiband kommt auf den Haken und dreimal noch herum. Dann nehmt ihr noch ein einzelnes Gummiband. Spannt es auf den Haken und jetzt kommen die Ringe auf dieses gespannte Gummiband. Einmal. Am besten ist es, ihr hebt die Gummibänder über den Haken. Und zweimal. Dann nehmt ihr den Loom wieder. Und spannt dieses Stück jetzt vom letztbenutzten mittleren zum letztbenutzten rechten Stift. Dann nehmt ihr wieder zwei schwarze Gummibänder. Spannt diese in der Mitte nach vor und auf dem rechten Stift nach vor. Jetzt nehmt ihr wieder den Haken. Jetzt macht ihr wieder so ein Zwischenstück. Also wieder. Ein Gummiband dreimal um den Haken, damit vier Ringe entstehen. Dasselbe noch einmal. Dann nehmt ihr wieder ein einzelnes. Spannt dieses gut. Und dann hebt ihr die Ringe wieder über den Haken. Nehmt ihr wieder den Loom und spannt das Zwischenstück wieder auf die Stifte. Am besten, ihr bereitet euch gleich diese Zwischenstücke vor. Insgesamt brauchen wir 11. Da wir jetzt schon 2 gemacht haben, braucht ihr nur mehr 9. Und dann geht das auch schneller. Jetzt dann bespannt ihr den Loom, bis ihr oben angekommen seid. Wenn ihr dann das letzte Zwischenstück auf den Loom gegeben habt, nehmt ihr wieder zwei schwarze Gummibänder, spannt diese auf den mittleren Stift nach vor und wieder zwei schwarze Gummibänder auf dem rechten Stift nach vor und dann nehmt ihr noch einmal zwei Gummibänder von dieser Farbe und spannt diese vom linken, also vom mittleren zum rechten Stift. Das Ganze sollte jetzt so aussehen. Gut, und jetzt nehmt ihr ein einzelnes schwarzes Gummiband, formt einen Achter, gebt es über den Finger und spannt es auf den letzten Stift. Jetzt können wir zu Loomen beginnen.
Dazu drehen wir den Loom um und nehmen den Haken zur Hand. Wir fahren hinein und holen die ersten zwei Gummibänder heraus. Sollen die zwei des rechten Stiftes sein. Wenn hier ein Regentropfen entsteht, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das richtig ist. Nun fahren wir noch einmal bei diesem Stift hinein und holen die zwei Gummibänder des vorderen Stiftes heraus. Jetzt fahren wir bei diesem Stift hinein und holen ebenso die zwei Bänder des vorderen Stiftes heraus. Jetzt holen wir bei diesem Stift das Mittelstück, also die andere Farbe, heraus und spannen sie über den rechten Stift. Dann holen wir hier die zwei schwarzen Gummibänder heraus und spannen sie auf den vorderen Stift. Jetzt holen wir von hier die zwei schwarzen Gummibänder heraus und spannen sie über den vorderen Stift. Jetzt gehen wir wieder hier zurück und holen die andere Farbe heraus, also die Farbe des Mittelstückes, und spannen sie über den rechten Stift. Dann holen wir wieder die zwei Gummibänder des linken Stiftes heraus. Dann fahren wir hier hinein und die untersten Gummibänder spannen sie nach holen wir hier wieder die Farbe des Mittelstücks, spannen sie über den rechten Stift. Und das macht ihr jetzt, bis ihr oben angekommen seid. Wenn ihr hier oben angekommen seid, nehmt ihr noch einmal die zwei Bänder des linken Stiftes und spannt sie über den rechten Stift. Ganz oben fahrt ihr dann mit den Haken hinein. Nehmt ein einzelnes Gummiband. Bei mir ist es schwarz. Geht es auf den Haken. Fahrt durch alle Gummibänder durch. Geht die zweite auch auf den Haken. Und dann zieht ihr das hintere über den Haken und zieht ihr gut an. Jetzt könnt ihr das Gummiband von dem Loom herunterziehen. So sollte dann das Armband, das Popcorn-Armband aussehen. Aber da es noch zu kurz für unser Handgelenk ist, brauchen wir jetzt noch Verbindungsstücke. Dazu nehmt ihr den Loom und bespannt ihn mit 5 bis 7 Gummibändern eurer beliebigen Farbe. Dann spannt ihr das eine Ende des Armbandes auf den letzten Stift. Auf der anderen Seite könnt ihr schon einmal den C-Clip einspannen. Dann dreht ihr den Loom um und verloomt die einzelnen Gummibänder. Dann haltet ihr den obersten Stift fest mit den Daumen, löst das Gummiband herunter und hier beim letzten Stift, das letzte könnt ihr noch einmal über den vorderen Stift spannen, denn hier wird jetzt auch der C-Clip eingespannt. Dann könnt ihr das Armband heruntergeben. Und euer Popcorn Rainbow Loom Armband ist fertig. Vielen Dank fürs Zusehen und ganz viel Spaß beim Nachmachen.